Hi, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir machen direkt weiter. Und zwar haben wir letztes Mal den Auftrag von Sebastian bekommen. Und wir bekommen nichts. Wir bekommen immer noch kein Avada Kedavra. Aber ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Phönixabflug. Wir sprechen mal mit Deke. Ich denke mal, dass der im Raum der Wünsche ist. So. Wir gehen mal zu Deke im Raum der Wünsche. So, da sind wir auch schon im Raum der Wünsche. Und jetzt. Deke hat aufregende Neuigkeiten. Nice, Dick. Dann teil sie mal mit uns, bitte. So, du hättest eine Idee. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest. Ein Phönixnest. Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Nutty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Das Alles heißt, klar, dann retten wir den jetzt. Könnte. Wir sollten ihn retten. Na, dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. So machen wir es. Ich würde sagen, wir entzaubern ganz kurz hier die Ausrüstung. Und dann schauen wir uns das eben an, was wir hier alles noch haben. Könnte sein, dass sie sogar besser ist als die, die wir jetzt gerade tragen, ne? Was ist damit? Boah, die ist schon gut, ey. Die ist schon übel gut, ey. Heieiei. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal hier in den Raum. Und schauen uns da mal um. Oh mein Gott, bist du putzig. Die gute alte Brut eines Hippogreifen. Und ein Einhorn. Moin. Das ist schon sehr, sehr gechillt hier, ey. Warum steht denn da auch so ein Plus dran? Oder ist es ein Stern? Egal. Does not matter. So, dann sammeln wir mal hier ein paar Sachen ein, ne? Es ist wirklich sehr, sehr gechillt, ey. Es ist einfach sehr, sehr gechillt. Warte mal, wir können hier noch mal wieder was Neues heranzüchten. Nee. Ich würde sagen, wir züchten mal einen kleinen Kniesel. So, dann gehen wir mal ins Sumpfland. Nee, gar nicht wahr. Tun wir nicht. Schauen mal hier im normalen Land vorbei. Im grünen Land.
So, dann chillen wir ganz kurz ein bisschen. Und dann würde ich doch sagen, lassen wir hier mal einen männlichen Knaddelmuff frei. So. Och ja. Alles klärchen, ihr Bärchen. Dann hau ich mal wieder ab, ne? Ihr könnt ja einfach ein bisschen chillen. So, jetzt schauen wir mal nach weiteren Verwebungen im Webstuhl. Ich brauche immer noch ein Horn eines Graffhorns. Das hier können wir aber machen. Das ist ja Hammer. Das ist vollständig verbessert. Das nicht. Dafür brauche ich eine Phönixfeder. 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 Und Graffhorn. Alles klar, dann sorgen wir mal dafür, dass wir uns Phönixfedern organisieren können. Dafür gehen wir auf die Weltkarte und schnappen uns mit Hilfe des Schnubberdas ein Schnupperkurs. Nee, ein Schnupper Phönix. Jo. Ich krieg noch mehr als einen. Yeah. So. So. Okay. Wir suchen hier erstmal ganz, ganz entspannt nach dem Phönixnest. Wir müssen ein bisschen dafür fliegen. Ein bisschen sehr weit fliegen, aber das passt schon. Mal kurz. Wir holen uns hier nochmal kurz eine extra Flohflamme. Das Fliegen ist schon echt richtig gut geworden. Okay. Ich dachte kurz, hier wäre ein Drache, aber es ist im Endeffekt eine Drachenstatue, eine Drachenhecke, die sich auch bewegen kann. Aber hier ist niemand, okay. Tja, ich werde da mal in die Phönixberghöhle gehen. Aber ich bin ja nur niemand. Werde ich den Phönix da entführen? Ich wollte sagen, erretten. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Rookwoods Wilderer. Revelio. Confringo. Confringo. Revelio. Revelio. Könnte der Phönix hier ist ja gar nichts drin. Warte mal kurz. Revelio. Hier geht's nach oben. Und ich glaube, da müssen wir auch lang auf lange Sicht. Aber hier können wir noch nach unten gehen, ne? Da brauche ich nur ein bisschen Feuer. Ein bisschen Confringo für. Confringo. Expelliarmus. Okay. Was? Nein! What? Okay. Ja, da bin ich wohl runtergefallen. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es wollte. Und jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Coole Sache. Egal, wir haben ja noch nicht viel gemacht. Und wir kennen ja jetzt auch den Weg und so die Idee davon.
So, und tatsächlich alles, was wir halt gesammelt haben, behalten wir einfach. Das ist ja cool. Und die Sachen, die wir kaputt gemacht haben, bleiben auch kaputt. Sehr cool. Könnte der Phönix da drin sein? Nein. Hier sind nur kleine Spinnen drin. Kleine böse Spinnen. Beziehungsweise noch Horklumpe und eine Kiste. Damn, okay. Das hat richtig reingescheppert. Damn. Ja gut, ich denke mal, wenn jemand gefroren ist und du damit Kraft da richtig reinlunst, werden die richtig hart gefickt, ey. Ich weiß aber auch nicht, was es so für Zustände gibt. So halt klar brennen und halt Kälte, aber... Ja, ich weiß nicht, wie ich sonst noch so mit Zuständen arbeiten kann. Naja, müsste man mal googeln, aber ich meine, solange wir gut klarkommen, ne, läuft ja alles. Was? Du hast gesehen, wie viel eine einzelne Feder einbringt. Stell dir den ganzen Vogel vor. Ah, hätte er im Schloss bleiben sollen. Lazio, Descendo, Incendio, Accio. Bombardo, Expelliarmus, Amconfrito, Defendo, Expelliarmus. Wehe, wenn das ein... Potato, Stupo. Bombarda. Bombarda. Expelliarmus. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ja, dann explodierst du halt einfach. Ist mir auch egal. Ist mir so egal. Hauptsache, ihr sterbt. Gut, schauen wir mal hier bei den Spiders wieder vorbei. So. Schauen wir mal. Wo ist denn Mr. Phönix? So, dann schauen wir mal kurz hier bei den Spinnen vorbei, ne? Einmal durchschneiden, bitte. Einmal explodieren, bitte. Oh, ich kriege also auch Explosionsschaden. Das wusste ich ja gar nicht. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Wunderbärchen. Und dann gehen wir auch schon weiter. Die Höhlen sind schon immer echt schön hier eigentlich in dem Spiel. Bei Pokémon und so, da hasse ich die ja richtig, die Höhlen. Aber hier, das ist der Hammer. So. Seid ihr ready? Wir sind kurz davor, einen Phönix zu befreien. Wir halten Leute davon ab. Hast du zugehört? Was Bombarda! Defendo! So, okay, das war jetzt unnötig, aber naja, der... Ah ja? Tut mir leid, ich hab dich gerade nicht ganz verstanden. Lazio! Accio! Defendo! Incendio! Bam! Den haben wir so brutal weggenutzt. Weggefickt. Mhm, ja, was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Okay, das ist der Coolio. Coolio. Komme ich von hier oder muss ich hier hin? Nein, wir kommen von hier, ne? Einmal durchtumbeln. Das mit diesem dritten Hackcrouchen, das ist so doof. Eigentlich, man muss immer versuchen, so im letzten Moment da rein zu tumbeln. Dann kommt man da viel schneller durch. Viel schneller dann. Der Phönix, ja moin. Was geht, Mausi? Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Mhm. Ach so, wahrscheinlich hat er irgendwas zu beschützen oder sowas. Die Phönixe, die sind ja auch unfassbar KLUK, ne? Ach, lol. Hier ist halt einfach, eine Leiter. Fast wäre ich runtergesprungen. Damn. Das ging flott. Alohomora.
War da einfach voll übersehen. Und Alohomora. Sehr gut. Einfach Panzerknacker oder wie die hießen. Revelio. Erreiche den Berggipfel. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Das machen wir dann wohl. Da ist er wieder. Da ist er, ja. Da gehe ich nicht runter, ne. Ich bin viel zu weit wieder hochgehen. Kein Bock auf die Scheiße. So, aber hier holen wir uns. Hier gehen wir einmal durch und holen uns dann diese Truhe. Dann schauen wir mal hier. Gib es was? Hier gib es 2 Säcke voll mit Zeug für mich. Das Mystikergewand. Das Ding ist, das meiste, was wir jetzt finden werden, ist halt schlechter. Weil wir halt keine Verbesserung drauf haben. Ne? Deswegen müssen wir uns jetzt bei Ausrüstung immer abwägen, was wir uns nehmen können, was nicht, was halt Sinn macht, das zu verbessern und was halt nicht. Ne? Okay, für einen Hocklumpsaft war das irgendwie nicht so geil, muss ich gestehen. Aber hey, alles easy. So, beware of the spiders. Das ist ja kein Ding. Die werden gefickt. Lazio, Accio, Descendo, Incendio. Ja, das ist eine sehr gute Kombo. Die macht teilweise halt 1000 Schaden fast. Sind einfach zu viel. Ja, jetzt bin ich wieder vergiftet. Ja, das geht gleich weg, keine Sorge. Monsieur Alan. Oh, shit. Ja, 48 Schaden, das ist richtig solide. Das ist richtig, richtig gut. Ey, das war so knapp. Das war ja mal so knapp. Okay. Zeit für einen Bosskampf. Wie wär's? Wir machen mal Imperio hier drauf. Oh, damn. Ja, komm, trau dich. Ist das alles, was wir heute haben? Kotringo! Du lässt länger durch als komm, jetzt wieder Confringo. Sehr, sehr schön. Das ist alles für Wolkenschwinger, ganz genau. So, dann schauen wir mal um. Das passt alles. Wir haben keine Plätze mehr dafür. Von da kommen wir, soweit ich weiß, ne? So, dann gehen wir mal hier rein, holen uns ein paar Horklumpe. Das ist nur so ein blöder Käfig.
Genau, Moment. Bam, Junge. Weiter geht's. Einfach so große Steine direkt weggeräumt. Mit meinen Füßen. Sind mega stark. Ja, hoch da. Und auch hoch da. So, das ist wirklich sehr, sehr schön. Kann man hier auch hochklettern? Nee, kann man nicht. Dann bin ich gespannt. Was beschützt der Phönix da wohl? Hallo. Ich will dir helfen. Hallo, Mr. Phönix. Ich bringe dich in Sicherheit. Neue Plätze im Tierwesen-Inventar freigeschaltet. Okay. Zack. Oh lol, der will einfach mitkommen. Nice. Bringen wir dich zum Raum zurück. Dick wird sich freuen. Nein. Aber Moment, es gibt hier noch einen anderen Weg, oder? Yes, es gibt hier noch einen besseren Weg. Das ist der Hammer. Ab an die Küste und dann ab zurück nach Hogwarts. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Oh, die nehmen wir doch auch noch mit, ne? Und das auch. Sehr, sehr gut. Dann ab in den Raum der Wünsche. Genau, Karte von Hogwarts. Geheime Räume, Raum der Wünsche. Fanden Sie den Phönix? Ja, Dick. Oh ja. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir, in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Dick kann es kaum erwarten. Meine Güte. Ach du Scheiße, es gibt noch ein Zimmer. Okay, krass. Eine Phönixfeder, wow. Welch Schönheit. Behalten Sie sie. Wird direkt eingetötet. Danke dir, Bro. Gut, dass Professor Weasley und Dick Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Facts. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Dick. Vielen Dank. Dick ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Dick Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Dick sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Dick wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Rivedo. Mal schauen, theoretisch ein Raum würde noch gehen, genau hier hin, ne? Das würde dann genauso auch zur Seite hin aufgehen, ne? Und, ey, das sieht... Der Raum der Wünsche ist so schon echt hammermäßig. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Das ist denn jetzt hier die Steppe, oder... Die Ruine. Holen wir uns mal das Ei einer Erschwinderin. No, Mr. Phönix. Mausi. Mausi. So, machen wir die hier erstmal ein bisschen gemütlich, ne? Wir machen es dir erstmal ein bisschen gemütlich. Und zwar, indem wir hier was hinbauen. Und zwar was zum Paaren. So. Dann noch eine Futterstation. Und dann noch so eine Spielzeugbox.
Ein Stock, um einen Schwarm von Billywigs ein Heim zu bieten. Vorsicht damit. Okay, wir können es ja einfach mal platzieren. Okay, was gibt's hier sonst noch so? Steinmauer, Steinbank, bla 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 bla. Das ist ja irgendwie cool. Ich kann einfach einen Turm bauen. Einen runden Turm aus Stein. Ha, cool. Aber nee, das muss nicht sein. Wir haben ja schon mal ein bisschen Leben jetzt eingehaucht. Ich war, Bro. Dann hat man zwar die Phönixfeder. 3 Stück. Oh, 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 oh. Hm, alles klar. Dann, wir schmeißen jetzt einfach noch die beiden hier mit rein. Na. Der Irondale Deep. Habt ihr beide ein bisschen Hunger wahrscheinlich, ne? Aber jetzt chillen wir erstmal. Jetzt chillen wir erstmal. Ich habe eine sehr, sehr anmutige Kreatur. Sehr schön. Wie die alle. Wie die alle. So, wir holen uns noch ein bisschen ein paar Mats. Und dann holen wir uns noch ein paar mehr Steine. Wirklich schön hier. Es ist hier schon echt sehr, sehr schön. Momentan gibt es nicht. Es gibt nichts zu identifizieren. Ja, super. Ich denke mal, also ich glaube, Orange ist das Beste oder ist Lila das Beste? Halt an Rarität, meine ich. Guck mal, die sind so kacke, die kann ich nicht mehr verzaubern. Okay. Legendär und außergewöhnlich. Ich denke mal, legendär ist das Beste. So, dann schauen wir mal. Was können wir denn da überall noch einweben? Bam. So, das Horn eines Grafhorns, das Horn eines Grafhorns. So. Ja, Spitze. Wollen wir eigentlich nur noch ein Grafhorn. So. Schauen wir mal nach, was wir noch so zu tun haben. Sebastian hat einen Plan, wie er mit Anne sprechen kann, ohne dass Solomon davon erfährt. Er möchte, dass wir uns vor dem Dorf treffen. Gut, dann machen wir das zuerst mit seiner Schwester. Obwohl, nee, wir machen erstmal den Schatten des Berges. Da treffen wir uns wegen des Triptychons, okay. Mal auf der Karte finden. Gut, und damit haben wir dann theoretisch und auch praktisch fast alles auf der Map wenigstens einmal gesehen. Also wir können uns dann fast überall schon teleportieren. Krass, wie schnell wir das alles hinbekommen haben. Jetzt. Wo ich jetzt einmal dran geblieben bin und das alles gemacht habe. So, jetzt einmal hier einen kleinen Umweg hier, einmal dadurch. Dann nehmen wir hier noch Drive-By die paar Luftballons mit. Die sind sogar genau auf dem Weg. Dann sind wir fast ganz da schon. So. Ah, und hier kann man noch ein Rennen machen, glaube ich, irgendwann. So, eine Besenverbesserung haben wir ja noch, ne? So, dann warten wir mal hier auf den guten Sebastian. Dann holen wir das letzte Teil des Triptychons. Und dann bringst du mir endlich einfach das Kidamo bei dem Hund. Hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle. Wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht.
Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Für dich vielleicht, nicht für mich schon. Einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Jetzt haben wir keinen Arsch, hallo? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Okay, let's go. Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum... Okay, ich muss jetzt einmal hier den Berg hoch, oder was? Er ist jedoch verlassen. Wir dürfen nicht fliegen. Shit. Die Küste erobert hat. Ja, der ist nicht so verlassen, ne? Da vorne bewegt sich irgendwas. Und wir setzen jetzt endlich mal Venimosa Tentacula ein, okay? Okay, wir können natürlich mal wieder keine Heiltränke mitnehmen. Wir nehmen hier noch ein bisschen was mit. Und jetzt ab nach oben. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Schauen wir mal kurz rein. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Rivelio. Er hört mir irgendwie ein wenig zu, Akio. Revelio. Also ich. Akio. Okay, hat funktioniert. Okay, super. Ja, keine Sorge, wir werden nicht schweigend hochgehen. Garantiert nicht. Aber sei mal, hör mal auf, so eine Bitch zu sein, Alter. Ich meine, ich will auf jeden Fall noch Avada Kedavra von dir lernen. Nicht, dass du das noch verkackst. Aber kein Grund, immer so ausfallend zu sein. Du Fotze. Was war das denn? Okay, hier ist so eine Art Schleier, durch den wir getreten sind. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es diese Flugverbotslinie. Weiter als das kann man nicht fliegen vielleicht. Dies könnte es, dies could be. Tötet alle Eindringlinge. Okay. Warte, wir brauchen einen Plan. So. So, so. Jetzt haben wir dich. Protege! Du,
Okay, da haben wir dich. Ja, das stimmt schon. Was hast du dir dabei gedacht? Wobei? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Was hat der denn gemacht? Was hat der denn gemacht? Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Ich hab's nicht geschnallt irgendwie. Ich glaube, es soll einfach nur gezeigt werden, dass er so langsam halt immer mehr und mehr den dunklen Künsten halt verfällt, ne? Wobei ich ihm ja eigentlich auf diesem Pfad die ganze Zeit halt, ihn begleite, ne? Deswegen, das verstehe ich halt nicht ganz, dass wir halt immer so, dass er immer so zickig ist. So, dann schauen wir mal. Wir gehen jetzt am besten nicht hier lang. Hier erkunden wir nur kurz was. Genau, holen wir uns eben ein paar Mondsteine. Und dann ab da runter. In den Verlies. Das ist bestimmt so eine kleine Schatzkammer. Schatzkämmerchen. Kleines Rätsel gebe ich hier wahrscheinlich. Okay. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Dann organisieren wir uns hier mal die Truhe. Holen uns hier mal die fingerlosen Handschuhe. Und dann ab nach draußen wieder. Jetzt geht es quasi genau den Weg entlang, ne? Genau, so, jetzt, let's go. Zwei Gold, die nehmen wir auch noch mit. Die nehmen wir auch noch mit, die werden noch eingetütet. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Koboldsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Okay. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Ja, das stimmt schon. Das ist halt echt lächerlich. So, warum sollte ich was kaufen? Und es wieder abnehmen lassen. Ja, sterbt mal. Ist er hier in diesen Bottich da gefallen? Und dann packe ich den Bottich in Lava rein und er wird einfach eingeschmolzen. Zu Silber, zu Kobaltsilber. Lumos. Okay, krass. Was war denn das für eine komische Musik dabei? Okay. Sehr geehrter Einwohner, in 2 Wochen wird Ihr Hühnerstall im Rahmen der Ermittlungen des Ministeriums zu Gerüchten über die illegale Zucht von Basilisken inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Kröten und von Kröten sind und denken Sie daran, dass die Strafe für solche illegalen Zuchtbemühungen lebenslanger Inhaftierung in Azkaban ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Zaubererministerium. Boah, bitte. Sag mir, dass wir noch gegen Basilisken kämpfen. Das wäre ja mal so geil. Das wäre so geil. Aber okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Lumos. Lumos. Krass, krass, krass. Warum sollten... Ah, natürlich kämpfen wir noch gegen Basilisken. Warum sollten das sonst so anteasern? Das wäre sonst richtig fies und gemein und böse. So. Hinsicht zu unterstützen. So, du stirb mal bitte. Dann stirb du auch bitte. Komm, Fringo. Das ist es hoffentlich, ja. Sebastian, warte. Warten. Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind.
Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Ranrok als wir. Er meinte, dass Ranrok offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Ranrok weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. Alles klar. In Ordnung. Gut, wir werden dann jetzt die Höhle betreten, um das letzte Teil zu finden. Aber erstmal holen wir noch den Turmtunnel. Punkt. Dann holen wir uns noch das Ding. Machen noch einmal Revelio. Holen uns einmal das hier. Ich kann keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Das ist fein. Wir brauchen eh keine mehr. Dann holen wir uns noch ein paar Horrorklumpe, dass wir immer genügend Mega-Power-Tränke machen können im Notfall. Das hier sammeln wir noch. So. Let's go. Jetzt suchen wir nach den Runen. So weit, so gut. Erstmal gucken wir jetzt hier nochmal nach den Aufträgen. Okay. Charmant. Spinn. Wie passend. Excellium. Konflikt. Defendus. Command. Ich meine, er ist auf jeden Fall ein sehr guter Partner, mit dem man gut zusammenkämpfen kann. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Und weg mit dir. Sehr, sehr geil. Die haben wir richtig brutal zerlegt. Okay, und jetzt schauen wir mal ganz kurz nach unseren Talenten. Und zwar möchte ich ganz gerne endlich dieses Ding haben, was mir Abklingzeitverringerung gibt, wenn ich normale Zauber mache. Ich glaube, das ist bei Haupttalenten. Von Stupor getroffene Gegner oder länger betäubt. Der Mega-Power-Trink hat eine bessere Heilwirkung. Stupor-Treffer verursachen direkten Schaden. Ein erfolgreiches Ausweichen unblockbarer Angriff erhöht die alte Magie ans. Ja, okay. So, was? Treffer gegen Gegner in der Luft erhöhen die alte Magieanzeige stärker. Nee. Nee, das, da habe ich mich vielleicht verlesen. Okay, my bad. Nee, ich habe gibt's das gar nicht genau. Ja, kann man, okay. Dann haben wir hier wenigstens mal alles. Das ist auch fein. Mal gucken wir eben bei Dunkle Künste, ob das da so ist.
Oh, das kann gut sein, ey. Das kann gut sein. Das machen wir mal noch nicht. Die Punkte behalten wir erstmal nochmal. Und jetzt geht's weiter. Erstmal zerlegen wir hier mal den Weg. Bist eine hochnäsige Zicke, weißt du das? So, weiter geht's. Gehen jetzt hier einfach voran. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Kobold essen. Oder Kobold selber. Confringo! Bam. Expelliarmus. Boah, sehr, sehr gut, ey. Also Sebastian ist ein sehr guter Partner zum Duellieren, auf jeden Fall. Der könnte mir ja auch richtig Stress nochmal machen, wenn ich gegen ihn kämpfen müsste, ne? Wozu das denn? Aber nein, natürlich nicht. Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Alter Magie würde ich ihn komplett zerficken. Okay. Was auch immer. Wir gehen mal hier weiter. Incendio. Confringo. Wir gehen mal hier weiter. Sieh dir das an. Für das letzte Teil des Triptychons. Ich mach mich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Expelliarmus. Defendo. Confringo. Confringo. Bombard. Protego. Stufo. Okay, jetzt haben wir dich noch. Das wird halt aber auch richtig gut passen, gegen den Basilisken kämpfen zu müssen. Hier, wenn wir die Übung machen, die letzte Übung für gegen Salazar Slytherin, dass wir dann und den nur mit Avada Kedavra quasi instant töten können. Oder sowas. Boah, das wäre richtig cool. Okay, dann zerstören wir mal ein paar Sachen, damit wir wieder was tragen können. Nee. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, los geht's. Solche Rollen hab ich schon mal gesehen. Ja, ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. So. Achso. Ah. Oh ja, ab zum nächsten Teil des Triptychons. Mir ist ein Durchbruch beglückt. Ich meine, Lehrer verfeinert habe die. Ich denke mal, das sind Erinnerungen von Isidora. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Ja, stimmt schon. Aber naja, für sowas gibt es natürlich Gründe. Okay. Ey, da mussten wir lang. Glaube ich, oder? Vielleicht? Ich weiß nicht. Jetzt töten wir erstmal einen Troll. Descendo.
Oh, damn. Hot damn, Alter. Und in deine Fresse. Oh shit, 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 dog shit. Oh, hab ich mir gerade das gekauft? Das ist ja mega. Ich kann das echt alles mit Reparo fixen, als ob, Digga. Der Spell ist so turbo overpowered. Mehr als das. Mhm, aber was ist damit? Hier gibt es noch einen anderen Gang. Ich hätte das mir viel früher kaufen sollen. Ah, okay. Das ist so gechillt damit, ja. Ey, das ist ja mega. Das ist geil. Okay, sollten wir das alles durchlesen. Das war solch eine Freude, meinem Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte dann berechnen müssen, wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn da so viel Gutes in ihrer Macht liegt. Wie kann Professor Recke sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie sind alle so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung, die Schülerin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen, wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht, wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Wie gesagt, sie hat sich halt leider ein wenig radikalisiert da, ne? Ja. Ist sehr schade. Aber naja, passiert sowas, ne? So, dann lass uns mal hier hochklettern. Und dann sind wir auch schon hoffentlich fast da. Was ist das hier? Ist noch ein Tagebuch. Ah, nee, gar nicht. Da ist noch ein bisschen Gold. Noch eine Barriere, die bestimmt durchbrechen. Ich fühle, wie meine Fähigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Sie, ich habe ein starkes Gefühl von Sichtnachhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern könnte, nimmt täglich zu. So viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass die Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt. Oder für, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht auch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee, sie ist nicht ohne Risiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert. Genau, also ich denke mal, sie nimmt halt Emotionen, Kraft in Form von Emotionen halt auf, ne? Und sie klaut die ja im Endeffekt, ne?
Und genau das ist halt. Moment, das hier muss weg, genau. Und diese Kraft, die sie dann dadurch sammelt, muss sie dann halt abspeichern können irgendwie. Und dafür sind dann diese Gefäße da. Und damit hat sie dann irgendwie rumexperimentiert. Das Ding ist, sie ist halt nicht böse oder sowas, ne? Aber halt irgendwie, ja, etwas verschoben. Im Endeffekt Hätte man genauso wie wir selbst selber fast auch. nicht besser gekonnt. Rebellion. Aber naja. Dieser Ort kann doch nicht nur Isidora gehört haben. Aber Naja, das mit Triptychon der alten führt uns Magie her. kannst du sowas halt bauen, ne? Okay, man kann damit nicht über Wände. Das wäre natürlich hammermäßig, wenn du das als anstatt eines Sprungs machen könntest. So. Revelio. Okay, eins, zwei, Noch eine Rune. drei. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Depulso. Ey, come on, was? Reicht das noch nicht? Wie schnell geht denn das hier wieder weg? Alter, das ist ja brutal. Das ist ja Rebellion. brutal, Alter. Okay, jetzt haben wir es aber. Endlich. Weiterer von Isidora geschaffener Bereich? Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. Wie konnte ich mich nur so täuschen? Die Schulleiterin weigert sich mir zu helfen. Das haben wir ja gesehen in der. In der Erinnerung, ne, wie sie ihr davon berichtet hat, aber sie dann zurückgewichen ist und sie, die Isidora, der hier Hüterin, dann die Emotion ausgelutscht hat. Ne. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber sie ist ebenso wie die anderen blind für Möglichkeiten, die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich nicht mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt. Ich werde wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je mein Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich einen Pfad geebnet habe, den sie nach mir folgen können. Ein Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen zu vollbringen, was ich nicht kann, die ganze Welt heilen. Rebellion. Nobles Ziel. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Ein weiterer Durchgang alter Magie zur Krypta. Hier muss sich das letzte Triptychon-Teil befinden. Sehr cool. Einmal noch lesen. Das letzte Stück für Nein, das das letzte Triptychon. Stück des Triptychons, Wir haben's Alter, das ist geschafft. gut. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Revelio. Das hoffen wir doch mal, das hoffen wir doch mal. Gehen jetzt zurück nach Hogwarts. Betreten wir mal die Krypta. Schon auf diese Reise geschickt hat? Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Natürlich, mein Lieber. Und jetzt? Noch ein Denkarium, oh mein Gott. Danach haben wir gesucht. Das ist quasi die Prüfung für die Kraft von Isidora dann. Ich frag mich. Was ist denn? Finden wir es raus.
jetzt kommt der Turn wahrscheinlich. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Ja, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Das ist echt interessant. Sie hat den Schmerz genommen. Sehr coole Story. Ich wusste es. Das geht. Also. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isidora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Oh, nee. Die Hüter glauben, es ist das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Oh, was sollen wir machen, Leute? Du hast alle ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als... Nein, eine muss ich noch bestehen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bring mir lieber erstmal Avada Kedavra bei. Bitte. Digga. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isidora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstört? Wir müssen verdammt aufpassen, aber ich will auch noch, dass der uns Avada Kedavra beibringt. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so schwierig.
Das ist so schwer. Okay, ich würde tatsächlich sagen, wir gehen noch ganz, ganz, ich weiß, die Folge ist schon lang genug, mehr als lang genug. Wir gehen aber noch ganz kurz die Mission an. Ich hoffe, dass wir dann endlich Avada Kedavra von ihm lernen können. Okay, wir machen das noch ganz kurz. Dann schauen wir mal. Hey, da sind sie ja wieder. Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Das darf er nicht. Okay. Interagieren wir mal mit dem guten Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt... Erst recht das mit dem Opfer. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir das Opfer... Wenn wir was opfern... Unsere größte Hürde, wir opfern mit Avada Kedavra. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Mhm. Dann überlasse ich es dir, Bro. Viel Glück, Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Das ist so cool, das macht so Spaß. Okay, ja, Sebastian. Der Wichser. Ich will jetzt endlich diese Eule von ihm haben. Schick mir die Eule! Ah! Nun gut, nun gut, nun gut. Lodgoks Loyalität. Finde den Eingang zur Mine. Auf der Karte finden. So, das ist... Ah, okay, da. Quasi ganz unten rechts. Genau, dann gehen wir noch kurz dahin und dann beende ich die Folge. Und dann... Ja, hoffe ich, dass so langsam der Brief von Dingens kommt, von Sebastian kommt. Wir endlich... Natürlich N retten, ne? Oder halt auch einen neuen Zauber lernen vielleicht. Okay, was für ein Scheiß. Ich kann hier nicht fliegen. Aber ich kann da fliegen. Ich nehme einfach mal
den Ort da zum Fliegen. So. Wirft einem Troll die Keule ins Gesicht. Das ist eine coole Aufgabe. Wir sind fast da und dann können wir gemeinsam mit Lodgok die Höhle finden. Da sind wir doch schon fast. Renrock und seine Leute da drin sind? Nun gut, wir haben gerade mal irgendwie 5-6 Gegner geskippt, ne? Keine Spur von Lodgok. Aber ich würde sagen, er muss schon drin sein. Wir gehen beim nächsten Mal rein. Alles klar, dann bis dann. Ciao, tschüss, danke fürs Einschalten.